Toll, ich glaube, das habe ich jetzt wirklich noch drauf. Noch drauf. Ah, egal. Wieso fängst du auch vor 1 an? Ne, ich glaube, das hat man dann noch. Ach, egal, das sehe ich ja dann. Hallo und willkommen zurück bei Sniper Elite 4. Du könntest auch einfach nochmal neu starten. Nein. Okay. Dann beginnen wir mit diesem beknackten Beginn. Start. Ja, vielleicht ist es ja auch nicht drauf, ich weiß es nicht genau. Egal. Das ist jetzt aber drauf. Um so ein einen Scharfschütze zu killen. Hm. Kann man den nicht irgendwie von woanders killen? Warum muss man da unbedingt hier hochlaufen? Ne, ich versteh's auch gerade nicht, wieso der Sniper nicht irgendwie. Irgendwie Kirchturm oder sowas ist. Ich schau immer noch die ganze Zeit wegen dem blöden Adler, ey. Wie viele fehlen uns denn noch? Einer oder so? Zwei. Wow, da ist ja einer. Zwei, ja. Hast du gut gemacht. Er hat dich gesehen und dann dreht sich um. Ich dachte, du hast einen Stein geworfen. Nee. Weil der sich umgedreht hat, dachte ich, du wirst einen Stein in die andere Richtung geschmissen haben. Ja. Nein, hast du nicht. Hast du nicht. Mensch, bleib doch da, wo du bist. Sonst musst du einfach nur sterben. Weiß nicht, Nahkampf oder Schießen? Nahkampf oder Schießen? Hauptsache tot, würde ich sagen. So. SpongeBob wartet auf dich. Du, 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 du. Moment, wo müssen wir da? Ah ja, passt. Doch. Alles in Lot, wenn ich da lang lauf. Alles im rechten Winkel, wenn ich hängen lauf. Hier scheint ja keiner zu sein, dann kann ich ja hier so und hier so. Was ist mit dem Typen, der am Tisch sitzt? Achso, das sind Leichen. Okay. Das sind Leichen. Was? Der Scharfschütze. Wow, shit. Er gehört mir. Lol, der hat es überlebt. Lol, das ist ja total unspektakulär. Ja, ohne Killcam und. Ja, ich hatte eine ganz schnelle Killcam, aber ich habe nichts mehr gesehen oder so. Aber die Leute sind aufgeschreckt, die würden uns ganz schnell verpissen. Jo. Oder wirst du hier ein bisschen was durchsuchen? Nee, komm. Das ist doch bestimmt ein Adler. Aha! Aha! So. Ah ja, genau. Schau mal hier diese gleich. Ja, komm, lauf mal zur letzten Aufgabe. Ausnahmsweise lassen wir die jetzt mal alle mal am Leben. Weil wir sind da nett. Wir sind. Kommen wir da oben jetzt auch lang? Also, wenn wir jetzt da hochgehen und links, dann können wir auch gehen, ne? Also, Straße entlang. Einfach mal die Straße entlang. Hier links ab, das ist ein Gegner irgendwo. Da ist er. What? Hä? Ja, hab ich überhaupt nicht gesehen. Hä? Vorsicht. Wie in Deckung. Wow, die kommen hierher. Vorsicht. Wow. Komm her. Und. Wow, Shittinger. Ah, sehr gut, der ist echt hier rumgekommen. Danke. Das ist mir sehr leicht gemacht. Upp, da kommt noch einer. Lass mal markieren. Irgendwann frei. Ich glaube, da rennt wieder einer runter, oder? Nee, doch. Nein. Oder? Nee. Vielleicht? Nee, die suchen eher nach Deckung.
Also es könnte vielleicht sein, dass die nächste Statue hier ist, weil das waren jetzt die drei Hauptaufgaben, also die zwei Hauptaufgaben, glaube ich, und die wurden... Ja. Da waren die zwei Adler. Vielleicht ist hier dann auch irgendwo ein Adler. Der Bunker. Man zickt ja den eigentlich, ne? Den könnte man eigentlich wegsnippeln, der im Bunker. Wo siehst du denn? Ich sehe da nur irgendwas Explosives. Den da. Achso, den da. Oh, durchs Auge durch. Ja. Ich glaube, der Typ schaut nur auf innere Werte. Ne, der hat einen Helm auf, da. Gefährlich. Der stirbt nicht sofort. Nein! Ja, einfach sofort schießen. Oh, Mann. Okay, das war jetzt blöd. Vielleicht hätten wir doch gleich mit der Sniper da drin. Ja. Klar Schiff machen sollen, weil der steht ein bisschen blöd da drin. Ah, jetzt haben wir uns so schön vorgearbeitet und dann. Und dann musst du es verkacken. Ach, der eine ist reingerannt. Das Bunker. Achso, und der ist jetzt drin geblieben. Wie schaut denn der? Ah, da kann man sich schön hinsteigen. Ah ja, super. So, ich musste sich wieder umdrehen. Hast du Stein geworfen? Nee. Doch, hast du. Nein. Warum soll ich einen Stein werfen? Warum hätte ich einen Stein werfen sollen? Weil ich ihn gehört habe. Wie so ein Horrorfilm. Ich komme immer näher und immer dort, wo ich ungefähr bin, gehen die Lichter aus. Nee, da schieße ich daneben. Du bist, glaube ich, wie so ein Albtraum für die Soldaten, ne? Ja, bin ich auch. Albtraum in Person. Ey! Ja, oh Mann, das ist so ungenau. Vorsicht, da kommt eventuell noch einer raus. Wow, töte den! Boah, das war knapp. Lass ich hier liegen. Ist irgendwo ein Tresor? Ja, da ist ein Tresor. Hast du einen Tresorcode? Ja, hab ich. Ja, passt perfekt hier links. Na, da ist er. Vier von sechs. Ich glaube, wir werden es nie schaffen, alle komplett irgendwas komplett zu sammeln. Nee, weil ich glaube, immer ein oder zwei sind extrem versteckt wahrscheinlich. Die man jetzt so beim Vorbeigehen wahrscheinlich nicht sieht. Ja, wobei wir schon, ich sag mal, ja, mehr schauen als wir. Extrem. Nee, das nicht. Die ein, also, zwei, die sind halt sehr gut versteckt. Ja, in irgendein Gebäude, wo du eigentlich gar nicht reingehst. Ja, natürlich. Da wow, shit. Boah, danke dir. Ich wollte gerade noch das andere Licht ausschießen. Wir müssen andere Seite, nur mal so, ne? Wir können jetzt müssen wir wieder zum Ausgang. Ach. Ja, da wo wir den Sniper gekillt haben. Hm. Boah. Scheiße, ne? Oh. Hä? Ach, komm schon! Ach, da. So. Ich bin ein Elite-Soldat. Ich bin 5 Meter gerannt. Ja, das ist ein Gegner. Hat das doch irgendwo bestimmt. Ja, ja, der Adler. 100 Pro. Nee, halt. Ach, das ist wieder. Sollen wir die gleichzeitig hier stricken? Hä, wo ist denn der andere? Was ist denn der andere? Ach, da ist der andere. Also ich kann auf beide schießen. Ah, ich nehme den im Turm. Okay. Gut. 3, 2, 1. Der Adler ist bestimmt hier drin. Das wäre auch mal so typisch, wenn ein Adler irgendwo drin ist und nicht draußen. In der Kirche jemanden erschossen. Das ist schon hart.
Eigentlich ist das schon nicht ohne. Okay, also. Aber Sammelobjekte sind hier 100 pro irgendwo. Auf irgendeiner Bank oder sowas. Ey, wenn hier nicht ist. Das glaube ich nicht. Kann man hier? Oh, nein, auch nicht. Die Ecke. Bin ich schon irgendwie so leicht enttäuscht? Dreist. Das ist schon frech. Das, also, dass sie sich das erlauben, das verstehe ich schon nicht, ne? Das ist schon hart, also. Kann man vielleicht, ne? Kann man nicht. Gut, also gräbend Wein geht auch nicht. Keine Ahnung, was man hier machen soll. Na gut, dann gehen wir halt wieder zurück. Was ist das hier? Nichts zum Zerstören. Ach, jetzt. Ach, jetzt sind wir auf der anderen Seite von der Front. Ah, jetzt sind wir bei den Palisaden. Irgendwas. Partisan. Partisan, genau. Wo läufst du eigentlich lang? Wollen wir nicht einfach rausgehen? Ach, ja, ich habe nur geguckt, ob hier irgendwo der Adler zufällig noch ist. Bin schon unterwegs zu dir. Alter, wo bist du, Alter? Bist du echt einfach direkt... Raus. Ah, das sind ja Leute. Kannst du ihn da hinten killen? Ja. Nice. Ja. Dann auf zum Ausgang, würde ich sagen, oder? Ja, will der eine nicht kommen. Oder, ach, der ist unten. Ach, der ist unten, na gut, scheiß drauf. Hey, was, warum? Ah, jetzt hat er was gehört, aha. Warum eigentlich mitten auf dem Marktplatz? Hä? Ich hab keinen. Hey, das haben wir schon gesehen. Alle sind tot. Leute, in die Richtung sind wir doch auch schon gegangen. Ja, der geht jetzt wieder hoch, dort wo wir gerade waren. Da wird jetzt... Ja. Ja. Unsere Genauigkeit in dieser Mission, sehr gut. Ja, das man ist... Man merkt, da waren viele Lampen. Ja. Ja, das stimmt, ja. Autschi, bautschi. Sehr viele Lampen. Weiter. So, das war dann, glaube ich, die vorletzte Mission, ne? Ich weiß es ehrlich so gerade gar nicht. Ich glaube, die siebte war das jetzt. Und acht gibt's ja, oder? Ja, und dann, glaube ich, zwei zusätzliche. Ich weiß aber nicht, ob die zur Story dazugehören. Ah, okay. Irgendwie so. Kommt jetzt die Festung, oder was? Jetzt, ja, anscheinend. Bewaffnung. Genau, Festung Alacra. Achso, dann habe ich jetzt eine neue Waffe freigeschalten oder habe ich nur Skins und Upgrades? Hä? Was habe ich jetzt? Genau, Skins und Upgrades. Ah ja, okay. Nichts freigeschalten. Na gut, hat sich nichts geändert. Also... Jo, bereit. Weiter geht's, oder? Ja, mach. Go, go, go. Festung Alacra. Ich glaube, eine Festung eindringen, das wird wieder so eine Kackmission, das sehe ich schon. Ja. Giovi Fiorini. Dieser Name wird für immer an das Massaker an den Partisanen von Alacra erinnern. Tapfer kämpften sie gegen die Kriegsmaschinerie der Nazis, hatten aber keine Chance. Ohne es zu wissen, sind sie direkt in die Falle getappt. Ich konnte Sophia, den Engel, nirgendwo entdecken.
Viele der Leichen waren bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Die Partisanen starben jedoch nicht umsonst. Durch ihr Opfer gelangten wir an die Informationen, die wir benötigten. Wen weiß von der Operation Avalanche, dem Plan einer alliierten Festlandinvasion? Ein Angriff auf die Flotte wäre eine Katastrophe. Die Schlinge der Nazis um Europa würde sich noch fester zuziehen und es erdrücken. Da wäre noch etwas. Etwas Lebenswichtiges. Die USS Anchon ist das Kommandoschiff der Operation Avalanche. Das bedeutet, Hauptziel ist der oberste Kriegsherr der Alliierten. Böhm will General Eisenhower töten. Gestartet wird der Angriff von einer Nazi-Basis in den Bergen um Alagra. Ohne die Partisanen sind die Nellys Gangster die einzigen, denen es möglich ist, mir eine sichere Passage durch die Berge garantieren zu können. Weaver bereitet eine Bombardierung vor, aber es ist an mir, sie einzuleiten. Vielleicht finde ich ein paar Informationen zu den Plänen der Deutschen für ihr neues Spielzeug und kann dafür sorgen, dass sie es abschreiben müssen. Letzten Endes läuft es hierauf hinaus. Ich muss die Raketen aufhalten. Das ist mal eine blöde Frage. Wir hätten ja vorhin den Partisanen helfen können. Hätte man das dann ändern können? Nee. Den Ausgang? Nee. Ich glaube, die Leichen waren da schon. Ich glaube, die haben ja noch geschossen, als wir oben waren, gerade eben, und dann sind wir zurückgegangen. Aber da waren wir ja schon bei den Leichen. Da lagen ja schon da. Ja, aber weil er gesagt hat, ich könnte mich jetzt außen rumschleichen oder ich helfe den Partisanen. Und wir sind, haben denen ja nicht geholfen. Hä, hey, wann hat er das darum gesagt? Ja, da wo wir dann da... Hätte er das gesagt? Ja, bei diesem Lager waren mit diesen drei Leuten. Wo wir dann links rumgegangen sind, kaputt das weiß gemacht ich. Und dann sind wir wieder runter. Und genau da hat er dann gesagt, ich könnte jetzt den Partisanen helfen, da wo sie auch rumgeschossen haben und so. Echt, das hat er bei mir nicht gesagt. Hast du... Achso. Bei mir hat er nichts gesagt. Ja, und darum frage ich, ob das vielleicht etwas geändert hätte. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber... Ach, jetzt haben wir gar keine Nebenmission, oder was? Ja, anscheinend. Doch, optimale Ziele, doch. Sabotiere die Raketen, ja doch, haben wir sogar. Aber wir müssen ja, nichts reden. Hey, wir können da direkt hochgehen, ne? Okay. Haben sie sehr nett gebaut, die Nazis, extra so einen Geheimgang für uns. Ja, finde ich auch. Waren schon ganz lieb. Ach Gottes Willen, was ist das denn für eine Karte? Oh Gott, das, die halbe Karte ist eigentlich in so einem scheiß Bunker drin, oder? Das ja, die heißt ja auch. Festung, nicht Bunker. Mal markieren hier. Naja. Das kann ja was werden. Schon wieder irgendwo ein Scharfschütze, weil ich schon wieder das Geräusch der gehört habe. Der Sold ist einfach zu schlecht. Mhm, okay. Da wäre ein Generator, den man... Ja, das wäre mal schon mal ganz geil für mich. Ja, aber da kommst du nicht hin, ohne dass sie dich sehen. Gibt es etwas zu vermelden, der Freischer? Gibt es etwas zu gemelden? Na komm, okay. Also ich sehe den Sniper gerade leider nicht. Ja, ich bin mir nicht sicher. Ich habe kein Licht gesehen. Ich habe nur mal das Geräusch gehört. Kann auch sein, dass ich in den Busch gelaufen bin, aber irgendwie dachte ich, da war kein Busch. Ach so. Wir könnten natürlich jetzt links und rechts machen, wenn du willst. Könnte man machen, ja. Ich mache rechts. Dann mache ich links. In 3, 2... Ah, warte. Habe ich die Munition gewechselt überhaupt? Nee, habe ich nicht. Oh, Alter. Ich muss jetzt Muni wechseln. Na, okay, du machst, noch du machst den... Ja, ich 3, 2... 1. Der hat überlebt! Oh Mann. Ja, Gott, sowas nervt mich. Warum überleben die das? Ein Schuss aus nächster Nähe mit einem Scharfschützengewehr. Kannst du mir das erklären? Verstehe ich auch nicht. Das überlebt kein Mensch. Irgendwie überlege ich, glaube ich, zu diesem Generator. Oh ne, da steht er schon da. Ja, komm. Komm nochmal hoch. Oh, okay.
Never the mind. Wow, fuck. Warum überleben die das alle? Hä? Wo ist denn da? Ah, okay. Dass sie das immer überleben? Das verstehe ich nicht. Da ist irgendwas zum Durchsuchen? Hä? Achso, das ist da drin. Was Interessantes drin? Nee. Wow, ich werde fast gesehen. Was ist der da hinten? Ach, weil es hier wieder Tag ist. Hm. Ja, eben. Ah ja, irgendjemand hat deswegen sich geschnallt. Deswegen müssen wir wieder ein bisschen... Piano. Eigentlich wollte ich eher sagen, eher mehr... Alle so aus dem Busch heraus oder aus der Decken raus nach und nach abfeuern und nicht hinschleichen, weil die sowieso sehen, wenn wir hinschleichen. Ja. Wo sind die? Ist der oben bei den... Ach ja, der ist ganz oben da, ne? Hm. What? Sollen wir uns den rechts holen, oder? Der ist wahrscheinlich in dem Bunker, oder? Ja. Das war ein Offizier sogar. Einmal durchsuchen, bitte. Hab alles gefunden. Gehen wir jetzt links oder rechts? Eher rechts, oder weil wir da schon ein bisschen mehr aufgeräumt haben. Ja. Können wir eigentlich hier dann so reingehen? Ja. Hä, ich hüpf wieder nicht. Ja, komm. Lol. Ich schieß, 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 schieß. Er steht. Hä? Hä? Ja, alles klar, okay. Hast du gerade gesehen, wie ich die ganze Zeit geschossen habe? Ich habe auch noch drauf geschossen, ist ja der Witz. Einmal habe ich getroffen, die anderen Mal sind alle daneben gegangen. Ich glaube, die Streuung von der Waffe, die ist mal mega mit von der Pistole. Wenn du oft hintereinander schießt, direkt nach dem Nachladen, kannst du gleich aufgeben, ey. Oh, jetzt ist die Chance, ein bisschen näher ranzukommen, weil er gerade nicht guckt. Ah. Und ist wieder ein Offizier. Ah, kannst du den Offizier... Oh, warte, er tritt um. Da oben ist noch einer. Da müsste auch einer sein, da. Wenn der andere zurückkommt, da könnte ich ihn erschießen. Aber so können wir jetzt... die zwei oben da killen, glaubst du? Oh, ich glaube, das checken die unten. Ich glaube, das checken die unten, weil die unseren Schuss hören. Oder meinst du nicht? Hm. Oh, der eine kommt zurück. Den hole ich mir, wenn er da ist. Speichern mal. Geh ein bisschen nach links, hinter die Wand. Komm schon. Komm schon. Ja, der andere geht aber auch schon wieder zurück, ne? Komm schon. Ah, der andere biegt ab. Mm.
mehr nicht. So. Tja, dann eben nicht. Ich bring dir mal hinter den Bunker. Die anderen den nicht gleich finden. Mhm. Muss aufpassen, von links kommen irgendwie welche. Ich weiß auch nicht warum. Oder? Ah ne, doch nicht. Sah nur so aus. Ah, das könnte ich ja einen mit Nahkampf rausnehmen, ist das da auf sie. Hier. Gut, das geht schon mal nicht jetzt. Was machen wir? Können wir die mal mit Steinen herlocken? Was? Nein, ich habe X gedrückt. Also wenn es ist, ich könnte auch den Offizier einfach rausknipseln dann. Geh da rüber, geh da rüber. Ich habe ein Geräusch gehört. Komm schon, untersuch lieber den Stein. Ach verdammt, ja egal. Ja, ich ziel mal auf den Offizier mal. Ja, ah, nein, der hat mich gesehen da hinten. Ja, Deckung aufgeflogen. Ja. Warum hat er bei dir jetzt ein Geräusch gehört? Hm? Keine Ahnung. Ja, nee, jetzt sind wir hier. Oh, ich dachte, du hast schon gespeichert, nachdem wir den gekillt haben. Nee. Oh, ich hasse sowas, wenn ich 10-mal das gleiche machen muss. Ich hasse es auch. Und vor allem das Schlimme ist dann, wenn du immer auf irgendwas wartest, so irgendwelche Wege oder so, wenn jemand Wege geht oder ja, so, ja, über den jetzt. Boah, ich hasse sowas. Der, also, der, also das ist echt krass, ne? Dieser Nahkampf, der ist echt lauter. Hier gibt's wohl nichts mehr zu holen. Als wie die Schallgedämpfe für Pistole, ne? Das ist echt traurig. Der andere von oben kommt jetzt, um das abzuchecken. Ah ja. Das ist echt hart. Oh meine Güte. Ah. Hey, der hat sich jetzt schon wieder beruhigt. Aber wenn er gleich die Leiche sieht. Hast du noch? Hast du noch alles gepasst? Ja, Gott sei Dank. Sonst nicht mehr. Aber mit der Pistole, das hat niemand interessiert. Aber sobald ich mit dem Nahkampf mache, ich glaube, das ist, weil du aufstehst und automatisch, wenn du stehst, hast du einen größeren Sichtbereich. Beim Nahkampf stehst du automatisch auf. Und das haben sie irgendwie. Ja. Du stehst halt im Nahkampf auf und dadurch sehen sie dich alle plötzlich. Naja. In die Festung eindringen. Das ist jetzt die Hauptaufgabe, aber wir gehen jetzt hinten rum. Zählt das dann auch? Kaum, werden wir sehen. Na, kommst du? Ja. Ich durchsuch den da schnell. Hast du den Offizier durchsucht? Jo. Hier finde ich nichts. Habt Kombination für ein Tresor gefunden. Ja, wunderbar. Also, okay, das war jetzt die Hauptaufgabe, oder? Ja. Dringen den Tresor ein. Und jetzt die Ziele identifizieren, aber zuerst das Ganze. Ach, da hinten ist der Tresor, genau auf 12 Uhr von uns. Ja. Boah, hier. Jetzt müssen wir mal gucken, wie wir das am besten jetzt machen. Hast du mal gespeichert? Oh Gott. Weil hier ganz, glaube ich, hier passiert es relativ häufig, dass plötzlich jemand um die Ecke kommt, ohne dass wir es wissen. Mhm. Da liegt was auf dem Tisch. Nimmst du es? Weil es auf deiner Seite? Ah ja. Wow, da steht ja direkt einer.
Oh, gut. Interessiert ihn auch relativ wenig. Genauigkeit. Tschüss. Mist, jetzt untersucht er natürlich. Warte, ich werfe den Stein mal hinter uns. Ich hoffe, dass das jetzt keiner mitbekommt. What? Ja. Der du hättest, glaube ich, schneller reagieren müssen. Nee, ich bin ja, aber der hat an der Wand geklebt. Ich bin nicht weggekommen. Ach so. Der war voll weit weg. Schau mal, wo der ist. Normalerweise geht es ja, wenn die direkt neben dir sind. Weiß nicht, warum der sofort uns gesehen hat, weil das checke ich manchmal selber nicht. Warum der immer sofort einen sieht. Und wenn du so an der Wand hängst, ne, und dann plötzlich reagiert er, dann musst du da erstmal hinkommen. Da hängst du meistens an der Wand. Wow. Danke dir. Weil dieses an der Wand kleben, das macht er nicht immer. Manchmal steht er nur so blöd da. Ja. Jetzt geht's zum Beispiel, siehst du? Warum auch immer geht's. Jetzt geht's. Keine Ahnung. Vorher hat er einen von uns beiden gesehen. Denke, ich habe jetzt alles gekratzt. So. Dann tun wir den ein bisschen mal nach hinten, damit der nicht sofort auffällig ist. Ich leg den mal zwischen die Betten, dann ist er nur aus dem Bett gefallen, weil er besoffen war. So. Wow, was geht denn da ab? Oh nein. Ja, weil ihm gerade aufgefallen ist, dass einer fehlt. Ja, so können wir es natürlich auch weitermachen. Ich bringe ja schnell zurück. Bewache mich mal. Ich hab alles gefunden. Oh. War nicht in die Stallmine, warte mal. Obwohl, die ist nur zu zweit. Nein! Geht zurück. Oder lauf rein, entscheidet euch. Lol, ich hab Schaden bekommen. Ich auch. Wow. Ich bin fast tot. Holy shit. So, hier ist nichts passiert. Kann ich eigentlich selber da durchlaufen? Ja, kannst du. Kannst selber durch. Alter, hat er mich erschrocken gerade. Magst du die Falle da hinten lassen, oder? Nee, nehme ich wieder mit. Das war jetzt nur, falls doch noch welche kommen. Was sind die jetzt? Na gut, dann nicht. Ich wollte dich gerade markieren. So. Sehr nützlich. Boah, ich glaube, hier drin ist es sau schwer. Vor allem die ganzen Lichter hier. Oh. Rup, da kommt einer. Ah ja, da hinten ist noch einer. Ah, der geht gerade die Treppe hoch. Kommen die gerade alle hier runter? Nee, oder? Was macht man jetzt? Das ist richtig doof. Ja. Ah, jetzt beruhigen sie sich alle.
Das ist schon mal sehr gut. Sollen wir einen herlocken? Nee. Das schreckt wieder alle auf, oder? Wahrscheinlich. Ja, vielleicht rechts rum? Ah, da oben. Ja, warte, bis die Treppe da runtergelaufen sind und hochgelaufen sind, bis sie sich alle mal... Wie schaut's denn da jetzt aus, links und rechts? Links geht nicht, rechts, der steht da links mit drin. Links, wo bei dir ist noch einer? Wow, gut, dass du sagst. Ist denn mit den Lichtern, das ist ja voll doof. Den links könnte man eventuell jetzt ausklipsen. Ja. Ja. Wo sind andere jetzt eigentlich hin? Lol, das sieht uns nicht aus. Hey. So. Wenn ich die jetzt sabotiere, geht die aber nicht gleich hoch, oder? Nee. Ich glaub nicht. Weißt du, als darf denen das nicht auffallen, ehrlich. Was hast du denn da jetzt gemacht? Einfach nur die Kabel abgerissen. Das darfst du keinen Check machen, bevor sie die einladen. Vor allem, ja. Alter, so viele Lichter, ey. Ist ja noch schlimmer wie in der Stadt. Oh, der ist gar nicht mehr auf. Oh, das haben sie gehört. Ich gehe da mal jetzt nach oben. Findet man hier oben was? Cool, ne, scheint ja nicht so aus. Kommt einer gerade von einer alten Strecke? Ne, der ist oben, oder? Ja, der ist oben. Oh, zwei kommen. Da ist eine Stolperfalle. Wenn die da langlaufen, da ist eine Stolperfalle nochmal. Da kann ich sie ja nochmal herlocken. Naja, einen hat's erwischt. Das ist typisch. Der andere ist stehen geblieben, oder? Ja, hab ich jetzt rausgenommen mit der Pistole. Hier gibt's wohl nichts mehr zu holen. Noch nah, in dem Moment duckt es sich natürlich. Sack. Nee, wie das Auge geplatzt ist. Das ist immer nett anzuschauen. Oh shit. Kann man hier irgendwie... Ach, hier ist noch eine Drückkette zum Sabotieren. Gut, ich glaube, dann ist das hier schon mal einigermaßen abgeklärt. Krass, dass wir es geschafft haben eigentlich. Also ohne Probleme, großartig. Ja. Im ersten Raum. Ah, wahrscheinlich müssen wir jetzt hoch und dann da in diesen Zimmerchen rein. Ja, ich weiß gerade nicht, ob ich die ganzen Leichen wegräumen soll. Ach, irgendwie. So, schauen wir mal. Ah, hier ist das, was wir brauchen. Jetzt komm her, komm her, komm her. Ich komm wieder nach unten. Ja, ich bring mal die ganzen Leichen mal so auf ein Häuflein. Oh, das ist so weit. Achso, du hast die einfach hierher geschmissen. So. Scheint alles gewesen zu sein. Oh,
Achso, die Info, die hast du schon geholt, ja. Okay, passt. Das ist schon mal sehr gut. Ach, dann schmeiß ich einfach in den Gang rein. Kommt gerade einer dahergelaufen. Ja, Vorsicht. Ich seh's. So schnell wie die immer daher hochlaufen, so schnell kann ich die ganzen Leichen gar nicht entsorgen. Aber man merkt richtig allein bei der Karte, dass es eigentlich nicht mehr Sniper-Spiel ist. Wow, was oben ist. Ja. Nee, also das dort ist eher so ein Schleichspiel, aber ja, kein so ein Stealth. Ja. Ja, gut, die Sniper machen, ich weiß nicht, ja, eigentlich nicht. Ja, man könnte schon mit der Sniper ein bisschen rumhantieren, aber. Auch nur mit der Unterschallung. Ja, so richtig so, also wie du es eigentlich gefühlt von richtigen Sniper, einfach ewig 2 Kilometer weit weg, ne? Und einfach irgendwie genau. Unterstützen und dann irgendwie so ruhig bleiben und dann sich nicht bewegen und einen nach dem anderen ausschalten. Ohne, ja, dass das du ist halt wirklich eher, wie heißt es, Ghost, nee, Sniper Ghost Warrior. Ja gut, aber das weiß ich auch nicht. Ich habe da auch nur den ersten und zweiten Teil gespielt. Ach so. Den dritten und vierten weiß ich nicht mehr. Das ist jetzt die Hauptmission. Sollen wir weiter hochgehen? Raketen sabotieren und Ziele identifizieren? Ja. Weil wir haben eigentlich nur noch eine Hauptmission, deswegen würde ich eher hochgehen. Ja. Ja, das ist auch ein Hauptziel. Weil ich habe halt bei der Mission Angst, dass beim Hauptziel, dass dann irgendwie der Bunker in die Luft fliegt. Boah, sind da viele. Was müssen wir hier machen? Speicher mal, oder wann hast du das letzte Mal gespeichert? Ja, ich speichere. Oh, da kommt gerade einer auf dich zu. Oh, oh Gott, das ist da jemand in der Nähe? Ja. Ich glaube, jawohl. Oh Mann! What? Hä? Natürlich. Das ist immer krass, ne? Wenn sie dich sehen, dann haben sie plötzlich plus 500% Leben oder sowas. Ja, Vorsicht, da kommen welche. Ach, du bist unten. Ach krass, cool. Wo bist du da hingekommen? Da beim Gang, wo ich gleich rausgeschafft habe. Den einen könnte ich erschießen. Den da vorne. Was heißt der eine? Der vorne. Ja, der vorne. Warte, wo zielst du gerade hin? Okay, ja. Auf den könnte ich auch schießen. Der andere kommt zurück. Wenn der andere zurückkommt? Ja. Ja gut, dann mache ich beide. Schauen wir mal, ob das geht. Der andere geht raus. Ah ne, der geht da hoch. Alles klar. Scheiße. Perfekt. Da kommt einer. Ich markiere ihn. Ich bin doch gerade dabei, Leichen wegzuschaffen. Lasst euch mal Zeit, Jungs. Ah, da kommen ja mehrere. Oh shit. Oh shit, ja. Ich muss hier weg. Nee, da hat sich nichts bewegt, keine Angst. Boah, da kommt noch einer. Ein Offizier oder sowas. Ist da noch eine Leiche? Ja, den du da halt wahrscheinlich erschossen hast. Oder hast du den gerade weggetragen? Nee, ich hab. Hä? Den du erschossen hast, meinst du? Liegt da noch? Achso, den da. Aber den du erschossen hast, da links. Halt, nee, den hast du ja gar nicht erschossen, sorry. Ja, alles gut. Ach, die sind hintereinander jetzt. Ich könnte den hinteren, wenn du den vorderen machst. Der vordere geht aber gerade raus, oder? Ja. Wow, der hat mich gesehen. Warte, der kommt, warte. Wow.
Wo hast du die Leichen hingetragen? Irgendwo. Ah, ja, die blöden Stufen! Oh shit. Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig! Wow, Alter. Na gut, hat funktioniert. Ein nach dem anderen. Passt. Mehr nicht. Tja, dann eben nicht. Du hast ihre Kills und so. Nee, dann lasse ich die Linie, sowas nervt. So, wie markiere ich das Ding jetzt als Ziel? Achso, man muss nach oben. Wir kommen hier nach oben. Lol. Hä? Kommt man. Wahrscheinlich. Hä? Da muss man anscheinend in ein oberes Stockwerk. Muss man da wieder rein? Mega blöd. Ja, ich würde dann erstmal das andere machen, das draußen noch. Was man auch immer da machen muss. Hast du mal gespeichert, nachdem wir hier alle ausgeschalten haben? Jetzt habe ich gespeichert. Sehr gut, weil ich gehe jetzt raus. Und ich sabotiere das Ding dort. Oder was weiß ich, was das ist. Achso, bist du oben. Identifizieren. Ja. Okay. Anlage sabotieren. Raketen sabotieren, ja, wenn ich wüsste, wo die sind, die Raketen. Wow, der Scharfschütze zielt auf mich. Ah, da gibt's Scharfschützen. Die müssen wir, glaube ich, wieder... Ja, der Scharfschütze, der sieht mich sofort. Daneben war aber noch einer gestanden, glaube ich, ne? Ja, hier oben ist noch einer. Ah, den könnte ich eventuell von da hinten erwischen. Den Scharfschützen. So, ich lasse jetzt erstmal wieder die Leute ein wenig beruhigen, jetzt wo die Scharfschützen erstmal weg sind. Und dann könnten wir uns eventuell zu irgendwelchen Raketen schleichen. Aha. La. Einer hat mich fast gesehen. Ah, jetzt hat er sich beruhigt. Oh, ich will die Map öffnen. Okay. Wir sind hier halt draußen, ne? Das ist ultra hell. Keine schlechte Sache. Ich sehe die Raketen. Ja, eine sehe ich auch. Die ist direkt bei mir vorne. Wow, shit, ich könnte, ich werde gleich ein Problem haben, ja. Oh, oh. Ja. Das ist nix. Scheiße. Sorry. Schade. Oh, Gottes Willen. Achso. Gut, ich hab's aber gerade. Ja, okay. Ah, kannst du nochmal durchsuchen. So. Lustig, dass sie genau jetzt genau anders reagieren, ne? Wie anders reagieren? Ja, weil du hast gespeichert, gar. Also. Im letzten Match war es ganz anders. Was? Beim letzten, also vorhin, da ist der aha, und dann ist er zurückgelaufen, aber jetzt direkt aha, und direkt hingelaufen, also reagieren anders. Ich weiß gar nicht, ob wir die alle töten sollen, ob es das so bringt. Ich würde halt gerne einen Scharfschützen da weg, aber der steht gerade ganz schön blöd. Wobei, jetzt war das? Obwohl, ich könnte erschießen, wenn es wäre. Den oben, links! Also, irgendjemand ist da, ich schieß mal drauf. Ah, ja, genau, den habe ich gemeint. Lol. Okay.
Nur ein bisschen aufpassen, jetzt habe ich nur noch 10 Schuss. Muss wahrscheinlich bis wieder mal ein bisschen öfters mit meiner Pistole spielen. Yeah, ich habe eine Stolpermine gefunden. Sonst nicht mehr? Gut, muss reichen. Ha. So, dann schleiche ich mich da mal hin. Den einen kann ich doch vielleicht hierher locken. Das hat er nicht gehört. Ach, da ist auch noch eine. Ach, shit. Das sind ja mehrere Raketen. Wenn gerade bei dir alles okay ist, magst du mal speichern oder eher nicht? Bei mir sind gerade 3. Oh, Gottes Willen, wieso laufen die da so komisch rum? Nein! 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 Oh, bitte nicht, bei mir läuft's gerade voll gut. Oh, Gottes Willen! Dann lauf halt weg! Dann lauf halt weg! Du siehst mich gerade nicht! Da steht. Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh. Hä? Lol, wieso hat er mich jetzt gesehen? Oh Mann, dann geh woanders lang. Oder such dir einen Rückzugsort, wenn die loslaufen. Ja, ich bin eh schon hintergelaufen, das war eh ganz komisch. Hä, hey, lol. Ich hab doch gerade. Oh, das war das falsche Speicherding. Ja, ich merk's halt. Nehmen wir den. Bin ich froh, dass das schnell lädt, ey. Ich sag's da. Ich auch. Ja, ich wollte eigentlich diese da ein bisschen weglocken, aber... Scheiß drauf, dann... versuche ich mich da vorbeizuschleichen. Ich mache jetzt einfach nur die Rakete. Schauen wir mal, schaut er gerade her? Nein, er schaut nicht her. Ich hab jetzt alles gekriegt. Kann ich doch bestimmt hier einfach. Jawohl, gut, die eine Rakete ist schon mal kaputt. Die. Warum laufen die da alle oben so? Das haben sie vorhin nicht gemacht. Was ist jetzt? Warum laufen die jetzt einfach runter? Mann, was hat sich jetzt geändert? Gar nichts. Da hat sich was bewegt. Wer schleicht da hinten rum? Ich hab auch was gesehen. Oh. Ach shit. Ja, es wird gleich neu laden sein. Ich weiß, dass ich was gesehen habe. Verdammt nochmal! Köpfe runter, verdammt! Außer ich schaff's dir. Ja, ich kann gerade einen nach dem anderen irgendwie so ein bisschen. Hab's. Perfekt. Oh, Alter, aber das war jetzt echt schwer. Ich musste die ganze Zeit, ich bin die ganze Zeit mit denen zum Kreis gelaufen und mit Treppe und habe immer einen wieder rausgenommen. Oh, so, die eine Rakete ist raus. So, dann ist hier die letzte Rakete. Perfekt. So, durchsuchen wir mal ein paar Leute. Dann sind da oben noch die drei. Ja, die können wir eigentlich ignorieren, oder? Getrost. Ja. Dann Strategiepläne finden. Ja, das wird schwer. Ja, wobei. Müssen sie, wenn wir identifizieren, dann müssen wir ja. Müssen wir ja wieder raus, also. Ja, aber ich. Erstmal dessen, aber muss hingehen und integrieren, oder? Ist das nicht nur, wenn du siehst, dann erledigt? Hm. Ah, ist das ein Panzer? Oh, bitte nicht. Oh. Was? Aber fährt er nicht, oder? Ja, aber ich glaube, sein Geschütz dreht sich. Oh nein, ja. Scheiße. Ja, gut, wenn wir dann den Schützen raushauen, dann merkst du das. Da oben ist auch ein Scharfschütze. Drei Scharfschützen, oder? Mhm. Lol. Ja, ich glaube, das ist der Haupt. Ach ja, die bewachen den Haupteingang, glaube ich. Ah ja. Ja, jetzt. Ja, und nu? Und nu? Da so rechts halten und dann da rein, oder? Geht das? Warte, ich speichere lieber mal. Ja, speichere mal. Vielleicht können wir den noch irgendwie sabotieren, den Panzer. Ne, geht da nicht. Ist aber so, wenn man hier reinläuft, rechts so. Geht das hier?
Geht's irgendwie weiter? Nein, da geht's nicht weiter. Das ist natürlich schon mal gut. Aber den hinteren Scharfschützen. Oh, der Scharfschütze schaut zu uns, der hintere. Ehrlich, der schaut jetzt echt nach hinten. Ja. Ja, mach ich auch immer. Ich könnte den da oben rausnehmen, den oberen. Ich könnte es im Geschütz den weghauen. Nee, doch nicht. Gewiss. Ich glaube, bei der nächsten Gelegenheit nehme ich den oben raus, aber mit der Pistole, wenn er nach vorne zeigt. Vielleicht ist es leiser. Mhm. Das mache ich auch immer als Scharfschütze, immer hin und her rennen und meine Position. Genau, das mache ich auch als Scharfschütze. Ich laufe 3 Meter nach rechts, ziele wieder hin. 5 Meter nach links, ziele wieder hin. Das mache ich auch immer, das ist ein Hobby von mir. Mhm. Komm schon. Komm schon, komm wieder zurück. Ja, genau. Aber vor allem, wieso zielt eigentlich der Panzer eigentlich immer nach innen auch? Also. Keine Ahnung. Der Scharfschütze oben ist weg. Was? Das Blöde ist, der Panzer muss weg, sonst kommen wir nicht vorbei. Ja, schleichen wird schwierig bei dem. Naja, da tut den Turm so schnell drehen. Das wird kritisch. Das Ding ist, da oben steht auch einer. Aber jetzt geht der weg. Aber wenn ich den Typen erschieße, das checken die, ne? Das checkt der Panzer. Ich denke schon, ja. Sollen wir es mal probieren? Hast du gespeichert? Ja. Na gut, jetzt. Wo läuft der jetzt hin? Das steht ja direkt vom Panzer. Das aber ich sehe da gar nicht. Das ist, warte, ich probiere mal. Ich habe TNT dabei. Ein TNT bringt bei dem nichts. Also nur 2 oder so sind. Das habe ich schon gemerkt. Ah, der Scharfschütze schaut wieder nach hinten, ey. Und der andere rechts ist auch wieder da. Warte kurz, ich muss kurz warten. Kann man das werfen, das Zeug? Nee, ne? TNT kann man nicht werfen. Ich glaube nicht, dass du das werfen kannst, ja. Der Scharfschütze nervt ein bisschen. Wollen wir die 2 Scharfschützen vielleicht einfach rausnehmen? Auf den linken könnte ich schießen von hier. Warte kurz, okay. Ich gerade nicht warte. Ich mag mal warten, bis der eine weg ist, da der. Na gut, jetzt kann ich nicht mehr schießen. Kommt der oben wieder, oder? Gehst du mal weg? Genau, geh mal schön weiter. Wow. Genau, er geht jetzt nach hinten. Der oben kommt wieder. Das zeitgesteuerte TNT, das ist halt F draufbleiben wieder, oder? Kaum, also wahrscheinlich hin und dann wahrscheinlich dann zünden und weglaufen. Leute, jetzt hat er gehört, wie du es hingeworfen hast. Also man kann es werfen übrigens. Okay. Lol. Perfektes Timing, der ist gerade hingelaufen. Okay. Ja, lol. Der Turm dreht sich noch, okay. Hättest sagen können, dass du gerade schießt. Achso. Hätte ich mir das C4 sparen können. Okay, zieh 2 Scharfschützen, oder? Oh. Oder einfach drauf losballern, mach mal, kann man auch machen. Kommst du an den anderen dran? Nee, gerade nicht. Ich muss noch ein bisschen weiter nach links, dann geht's vielleicht. Ja, da oben. Wow, schau oben. Sie. Der konnte wahrscheinlich sagen gleich. Ah, ich hab daneben geschossen! Boah. Oh. Ja, durch die Wand geht ja nicht oder so, ne? Ach, Feigling.
Komm jetzt raus, was bist denn du für ein Scharfschütze? Verstecken kann sich jeder. Ehrlich. Was für ein Lowbob. Ja, wir müssen aber eh nach da, ne? Mhm. Also von daher. Ach so, das Anlage sabotieren. Boah, gib mir erst den Schuss, fällt! Ah! Oh! Ich weiß nicht, ob das jetzt so gut war, weil jetzt hast du die Hauptmission gemacht. Nee, nee, nee. Doch, die Nebenmission ist da hinten. Ja, aber es war ja das zweite von vier, also. Ach so, okay. Das wusste ich nicht. Oh, lol, da ist ja noch ein Gegner. Das ist nicht mehr kid. Ja. Hey, wieso ist hier Geräusch? Achso, das Ding. Ja, das kann man wahrscheinlich wieder kaputt machen, oder? Ja. So, erstmal hier reingehen. Und speichern. Genau, wo zwei Leute zu dir rennen. Lol. Was? Wo sind die? Sind die hier oben? Lol. Oh, ja, 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 ja. Und warten. Die sind oben. Ich kann mich irgendwie verstecken. Ja, komm her. Das hört man natürlich gar nicht, ne? Nee. Das sind ganz andere Geräusche, irgendwelche Schweißgeräusche. Und dann kommt so ein Schuss. Nö. Nö. Gehört wohl dazu. Bin mir nicht sicher, ob man die irgendwie kaputt schießen muss, Dinger. Was? Tot? Na? So, ich glaube, das war's jetzt hier oben. Ach, der Scharfschütze ist noch da. Ach, der kann mich mal echt kreuzweise, der Scharfschütze. So, dann machen wir den Tresor auf. Was bist denn du eigentlich für ein Scharfschütze? Du guckst immer noch in die verkehrte Richtung, du Pisser. Genau, das hat er wieder überlebt. Hier, oh, au. Jawohl, perfekto. Mir kommt es aber so fast vor, als wäre die letzte Mission echt kurz. Also wir spielen jetzt schon wieder eine Stunde, also. Achso. Aber ich mag es fast, ganz ehrlich, weil es ist jetzt nur noch diese. Das würde ich fast noch machen. Ich dachte, es noch schnell zu Ende bringen. Weil wir haben eh schon hier aufgeräumt, also. Warte, geh mal kurz weg von diesem Ding da. Ich schieße da drauf. Achso, das war irgendwie. Moment, okay. Was müssen wir noch sabotieren? Auf der anderen Seite irgendwas? Vielleicht mal hier hochlaufen, ist hier noch irgendwas? Da hinten ist noch eins. Wie viel waren es? Eins, also zwei von vier haben wir. Vier, zwei fehlen noch. Einen habe ich hier. Ah, okay. Ah, nein, eins ist links. Genau. Anlage sabotieren. Lol, wie komme ich denn hier jetzt wieder runter? Ah, da. Bin ich denn hier überhaupt? Ich kenne mich gerade gar nicht mehr aus. Ah, ich glaube, ich bin richtig. Keine Ahnung, wie ich da jetzt hingekommen bin, aber ich glaube, ich bin richtig. Warte, ich warte hier draußen mal auf dich. Ach, du bist parallel zu. Oh, perfekt. Oh, nice. Achso, das ist wieder draußen, da wo wir schon waren, ja. Oder was? Lull. Ich glaube schon, ja. Ja. Schön, dass wir da schon aufgeräumt haben, ne? Komm, wir schnell hinter uns bringen und dann. Hier irgendwie hoch. Wo war hier die Treppe? Ah, da war die Treppe. Aber da waren dann noch die drei Leutchen. Ja, aber ich glaube, die interessieren uns relativ wenig, oder? Ach, da wären aber ein Offizier. Ja, komm, den. Erschieße ihn, ich hol mir schnell das Zeug und dann. Warte, dahinter ist einer noch.
Dann nimm du den Offizier, ich den dahinter. 3, 2, 1. Oh, ich hatte keine Unterschallmunition. Lul. Passiert. Upsala. Warte kurz, dann erschieße ich den auch schnell. Hallo! Achso, ja gut, wenn du hinkommst, passt. So. Kann er nicht sabotieren? Ja, ja. Aber warte, ich mag den Offizier noch schnell durchsuchen. Oh. Nein! Was hast du getan? Das hast du Können wir trotzdem noch irgendwas machen? Ah, perfekt. Alarmiere die Bomber. Sind die nicht schon alarmiert durch die Explosion? Sonst nicht mehr? Perfekt. Gut, so. Hä, wie komme ich da hoch? Ich gehe mal auf der anderen Seite hoch. Lalalala. Ich mach das hier mal. Tudum. Mutter Henne, hier Rotfox. Beste Grüße. Wiederhole, beste Grüße nach Alagra. Eigentlich wollte ich nur den Engel. Hätte nicht gedacht, dass die Partisanen ihr folgen würden. Sie folgten, weil sie ihnen Hoffnung gegeben hat. Und starben als Helden. Hoffnung ist in Wahrheit das Übelste der Übel. Weil sie die Qual der Menschen verlängert. Friedrich Nietzsche. General Böhm, nehme ich an. Die übelsten Schrecken sind form- und gestaltlos. Wenn niemand weiß, wer ich bin, kann ich sein, wer immer ich will. Ach, das war vorhin, ne? Ich kann Informant. Manipulieren. Ich kann verhindern, entdeckt zu werden. Ich kann ein Mensch sein. Oh. Oder ein Monster. Dorfmann oder Böhm? Ja, ganz recht. Wir haben Kessler und die Fabrikanlage ist zerstört. Oh. Kessler ist tot, bevor er den Alliierten nützlich sein kann. Und ihre kleine, Sabotage in der Produktionsanlage, nun ja, es ist zu spät. Ja, beginnen werde ich mit der USS Ankern. Der berühmte General Eisenhower. Ich hole mir die alliierte Flotte. Schiff für Schiff. Operation Avalanche ist am Ende, noch bevor sie begann. Und, oh, das war noch nicht alles. Noch, lange nicht. Bringt sie rein hier! Ich hab versagt, Karl. Hab alle enttäuscht. Besonders meinen Vater. Ja. Sehen Sie, es gibt keine Hoffnung. Nein, nicht mehr. Nun, wir werden sie foltern. Oh ja. Und sie werden dabei zusehen, Lieutenant. Ein winziger Funke genügt. Die hat sich immer schlecht verteidigt. Ja. Lull. Der Flieger! Lassen Sie alle Hoffnung fahren! Hey, da liegen ein paar Hirnreste. Hm, ich hab's gesehen. Wow! LOL! Deckung aufgeflogen. Neu laden, ein Schwan. ich bin am Boden. Was, echt? Echt? Ja, aber ich bin mit meinem scheiß Gewehr irgendwie gespawnt. So. Das erste Mal, dass ich das Maschinengewehr benutze. Komm so hoch. Hinterher. Kann man die durchsuchen? Nö. Wetten, wir müssen den irgendwie aus dem Flieger rausschießen oder sowas. Das wird spannend, ja.
Hey, wie soll ich denn das aufhalten? Ich kann doch nichts machen. Muss man hier irgendwas drücken? Hallo? Ne, ich kann hier was einsammeln. Da. Jumpen. Ich weiß nicht, was ich da machen soll. Auf die Triebwerke schießen. Wow. Chef, trefft die scheiß andere Ding nicht. Ah. Oh, nice. Ja! Oh, das tut mir jetzt aber leid. Ein kleiner Funke könnte reichen. Zeit zu gehen. Ja, daran ist er aber nicht gestorben, oder? Ah ja. Well. Epilog, okay, krass. Okay. Aber wir müssen jetzt die Folge beenden. Gleich, wenn die Ding durch ist. Dieses Video. Die Flotte, darunter Eisenhowers Kommandoschiff, war gerettet. Avalanche ist aufgegangen. Die 5. US und die britische 8. Armee kämpfen sich das italienische Festland hinauf. Der Engel war tot. Aber der Funke, den sie entzündet hatte, breitete sich schnell aus. Und ebnete den Weg für die Alliierten. Aber der Weg nach Rom sollte gefährlich werden. Bevor wir die Gotenstellung, die deutsche Hauptverteidigungslinie, nach einem Jahr durchbrechen konnten. Sie haben es allein geschafft, die Stadtbewohner. Sie haben aufgeräumt, bevor die 5. Armee da war. Ein Funke hat genügt. Apropos, ich hoffe, die 617. Staffel hat Ihnen nicht den Arsch versenkt. Sagen wir einfach, es war knapp. Ich dachte, ich hätte ein wenig mehr Spielraum. Karl, wir beide sind entbehrlich, das wissen Sie doch. Nicht wie Ihr Mann dort. Der Professor macht's nicht mehr lange. Wir versuchen aus ihm rauszuholen, was wir können. Aber ich schweife ab. Was ist mit Ihnen, Karl? Was haben Sie jetzt vor? Der Retter von Ike Eisenhower. Wuhuiii. Das USS könnte jemanden wie Sie gebrauchen. Soll das ein Angebot sein? Warum nicht? Ich denke drüber nach. Tun Sie das. Aber warten Sie nicht zu lange. Es geht um den Sieg. Verdammt richtig. So, das war Sniper Elite 4, die Kampagne. Ich glaube, jetzt sind noch 2 Bonusmissionen drin. Müssen wir mal gucken. Jo. Aber die Grenze lasse ich jetzt nicht durchlaufen. Mache ich jetzt mal ausnahmsweise nicht. Ich hoffe mal, dass danach kein Videoschnitt mehr kommt. Oder meinst du, da kommt noch was? Nee, also ich habe es gerade Leertaste gedrückt, mir ist nicht bei der Statistik. Achso, gut, dann drücke ich auch mal Leertaste. Wunderbar.
Winfrey. Und ja. Ja. Warte, schauen wir schnell noch nach, ob es ein paar andere Missionen gibt. Nur mal schnell nachgucken. Mission wählen. Nee, Festung Alacra. Nee, ich glaube. Ja, wir schauen noch mal nach, aber. Aber ich bedanke mich, dass ihr dabei wart bei Sniper Elite 4 bei dem Let's Play und hoffentlich sehen wir uns in einem anderen Let's Play wieder. Bis dahin. Tschüss.